angekommen. Hier seht ihr das. Es ist 4.06 Uhr mitten in der Nacht. Die Fahrt war unglaublich anstrengend. Ich gehe jetzt schlafen und bin gespannt, was der Tag so bringen wird. Das ist zu schnell nach dem Schlaf. Oh Mann. Das ist fürs Handgelenk ziemlich kontraproduktiv. Gleich zum Anfang, weißt du? Hi. Also Leute, vor 2 Stunden angekommen, aufgebaut, Rupen rausgebracht, kurz die Sonne genossen mit Yannick, kurzes Nickerchen und das ist der erste Fisch. Hat ganz taghaft den Köder genommen. Das ist schon ziemlich krass. Ist das lange her, als ich den letzten Mal den Karpfen in der Hand hatte? Das ist schon echt krass. Ja! Mega. So kann das weitergehen, ey. Richtig geil. Richtig geil. Hammer. Ja, nice. Der erste für dieses Jahr. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Sehr geil. Geil. Hammer. Der erste Fisch des Jahres. 39 Pfund. Das Wasser ist eiskalt, mir tut alles weh, es ist alles angespannt, aber geil, geil, geil. So kann es weitergehen. Call.
warten auf den nächsten Biss. Es wird Zeit. Mr. Herb and me. Eben gerade hat es richtig gestürmt und jetzt ist der Sturm vorbei. Yannick wollte eigentlich nur seine Bissanzeige kontrollieren und plötzlich steht da die Rute krumm. Holz ist schon ziemlich leer. Ja, was war denn das jetzt gerade eigentlich, Yannick? Was denn? Ja, wie hast du das jetzt gerade gemerkt? Wolltest du eine Bissanzeige? Ich wollte es wieder anhängen und dann höre ich noch klack, 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 klack. Und der war halt schon... Krass. Richtig geiler Fisch für Yannick. Ey, eben war es da doch so stürmisch. Ja, und da war schon der Fisch trocken gewesen. Unglaublich, unglaublich. So kann es weitergehen, oder? So kann es weitergehen. Sehr geil. So, aber der nächste für mich dann. Richtig. Ja, vor einigen Tagen sind Yannick und ich hier angekommen am Cavagnac Lake in Südfrankreich und es war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. Wir haben bis jetzt 7 Fische schon gefangen und hoffen natürlich, dass in den letzten Stunden noch einiges abgeht. Besonders heute ist das Wetter echt bombastisch, also steht die Chance richtig gut. Dadurch, dass es ein neues Gewässer für mich ist und ich hier vorher noch nie fischen war, gehe ich wie folgt vor. So gehe ich eigentlich immer an den Gewässern vor, wo ich vorher noch nie am Fischen war. Und zwar fische ich nur mit Boilies. Hierfür habe ich einmal einen süßen Boilie und einmal einen fischigen Boilie. Hier fischen jeder mit 3 Ruten und ich fische auf meine Ruten einen einzelnen Red Armo Tiger Nut, einen einzelnen Hot Fish 15 mm, der auch 15 mm. Und die dritte Rute... Und die dritte Route biete ich dem Karpfen, ein Hotfisch, zusammen mit einem Complex-T-Pop-Up an, als Kombination im Snowman an. Denn der Complex-T hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht und die Kombination ist immer gerne genommen von den Fischen, egal wo. Ich fische absolut keine Partikel. Was ich ganz gerne mache, was halt auch hier mir als Tipp gegeben wurde, ist die Köder vorher in Wasser einlegen lassen. So nehmen sie im Seewasser, so nehmen sie den Geruch, verlieren sie ihren eigenen Geruch nicht. Würde ich sie jetzt so einfach trocken in den See werfen, hier ist es sehr schlammig, nimmt der Boilie den Schlammgeruch auf und das verhindere ich damit, dass ich sie vorher im Seewasser einlege.
auch nicht abgezogen, aber ich glaube, der hängt. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob da noch was dran ist. Keine Ahnung, ich spüre nichts. Auf jeden Fall ein geiler Tag, ey. Hier sind halt so viele Seerosen und da verfangen die sich immer. Er gibt nicht auf. So, kommen wir jetzt mal dazu, mal das Rig zu binden. Dafür habe ich hier meine Hotfish Body schon parat, meine Red Arm und Tigernut und Complex Tea. Pop-up. Vergesst mal zur Seite. Bei meinem Rig habe ich alles immer parat, alles zusammen. Ich habe jetzt mal die Produkte von Carbo Spa getestet, womit ich ziemlich zufrieden bin. Und ja, los geht's. Was brauchen wir? Einmal eine schöne geflochtene Schnur, Soft, Ködernadel, dann verwende ich diese hier, Curve Micro Barb. Das ist hier übrigens erlaubt, am Cavagnac Lake sind Haken ohne Widerhaken nicht erlaubt. Und ja, fangen wir mal an. Wir fangen an mit einer Schlaufe. Stopper rein. Den Haken so 1,5 cm über den Köder platzieren und mit einem No-Knot festbinden. Das war's. Oben noch eine Schlaufe rein und dann kann's losgehen. Eine ganz einfache Montage. Ich glaube, es gibt keine einfachere als diese hier. Hat sich hier aber definitiv bewährt, dadurch, dass sie mit dem Boot rausgefahren wird, kann sich auch nichts verheddern. Wird hier besser genommen als das German Rig. Also ich fische immer möglichst wenig Futter. Was ich neben meinen Boilies noch verwende, ist kleiner Ground Mix Mischung hier. Dadurch, dass ich ja sehr wenig Boilies nutze, will ich aber ja viel Attraktion auf meinem Angelplatz haben. Und dafür mache ich mir ein Ground Bait aus diesen Komponenten. Zu einem nehme ich hier diese Zip Cloud Stick Mix, das war eine super geile Wolke unter Wasser. Hier noch ein bisschen zu verfeinern, das Source Stick Mix. Dann das ist richtig geil, das ist wie so ein Milch-Knoblauch-Liquid. Löst sich auch sehr, sehr geil unter Wasser auf, das sieht total super aus. Und passend zu meinen Boilies von Hot Fish.
auch noch ein Liquid Attraction. Riecht auch ziemlich nach Curry, fischig, scharf, also absolut fängig das Zeug. So, das mische ich dann zusammen, mache ein paar Ballen, schmeiße hinterher und das war's. Das hat sich bewährt. Dieses extrem viel Futtern, Wasser schmeißen, kann bei manchen Gewässern funktionieren, aber ich denke, die bessere Methode ist erstmal mit wenig, schauen wie es läuft. Nachher kann man immer noch mal mehr Futter reinhauen, aber am Anfang weniger ist mehr. Gerade beim Schminken, wie man sieht, zog einer ab. Wir platzieren hier die Köder immer in dem Rosen, in den Seerosen. Und ich dachte eben, hängt der, aber dem ist nicht so. Mein super cooles Outfit. Was glaubst du? 17. 18, 6. 18, 5. Sauber, sauber. Ah, die sind so schleimig hier, ja. Das ist so krass. Oder? Wie deine Jacke aussieht. So sieht es in Deutschland nie aus. Diese Boilies haben mir die letzten Fische gebracht. Deswegen bleibe ich jetzt bei denen. Und fütter nur verstreut einzeln. Kein riesen Futterplatz aufbauen. Janik schnurrt sich gerade. Das Näschen. So 10, 15 Boilies und ich war's. Ich habe jetzt gerade die Rute rausgebracht, bin jetzt auf dem Wasser und eben tüdelt es. Und Yannick ist auf dem Steg und hat einen Biss und wartet nicht mal auf mich. Schnell zu Yannick, der nächste Fisch hat gebissen, geil. So Yannick, so jetzt erzähl mal, also ging ab. Hat was gegessen, wie es meistens so ist. Ja, nice, klasse Yannick. Krass, das läuft ja jetzt hier heute wie am Schnürchen. Das ist doch mal ein richtig cooles Angeln. Eben ein Fisch für mich und jetzt ein Fisch für Yannick. Fair Play hier. Oder machst du? Klasse. So, jetzt. Sehr gut, sehr gut.
mein Trip, Cavagnac Lake, das ja, erste Mal Frankreich angeln. Hier seht ihr nochmal die Lodge. Geile Zeit hier gehabt am Cavagnac Lake. So muss es sein. Bin etwas traurig, dass es jetzt schon vorbei ist, aber es wird auf jeden Fall ein Wiedersehen geben.